Jetzt musst du auf Aufnahme drücken. Ach so. Nee, ist live. In der Ecke ist live. Also, live für E-Commerce. Heute mit Masud und Jan. Ihr habt uns ja gerade gesehen beim Stammtisch. Wie ihr vielleicht wisst, wurde Masud in Amazon suspendiert. Oder besser gesagt, du hast kein Geld von Amazon erhalten. Das ist richtig. Kannst du mal den Zuschauern die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also, wer es dazu gekommen ist, kann ich nicht genau sagen. Ich wurde August, September aufgefordert, zur Verifikation einige Dokumente einzureichen. Zum Beispiel Kreditkartenabrechnung, auf jeden Fall einen Kontoauszug von meiner Bank, weil die genau gucken wollten, wohin das Geld hinfließt und ob es sich genau um mein Konto handelt. Obwohl er sich dabei um ein Konto handelt, das seit 4 Jahren auf Amazon eingetragen ist. Jedes Mal, wenn ich ein aktuelles Kontoauszug eingereicht habe, wurde dies nach einigen Tagen abgelehnt mit der Begründung, mein Dokument darf nicht älter sein als 90 Tage. Wieder ein neues Dokument eingereicht und hieß es immer wieder, es ist älter als 90 Tage, obwohl ich mein Kontoauszug an dem gleichen Tag gezogen hatte. Ja. Und wenn ich mich bei der Verifikationsabteilung nicht gemeldet habe, hieß das, keine Ahnung, Sie müssen das nochmal einreichen. Es zog sich so weit bis zum 21. November, bis ich gesehen habe, dass ich kein Geld mehr ausbezahlt bekomme. Auf Anfragen hieß das, ja, Sie sind in Prüfung. Verkaufen durfte ich. Das war von einer Seite ein Vorteil, aber es hieß dann immer wieder, nächste Woche. Jedes Mal habe ich eine E-Mail bekommen, innerhalb von 5 Werktagen wird das Problem gelöst sein. Ja, es zog sich so weit, dass man vom 21. Aber bis... Ist das Live-Video noch am Laufen? Ja. Kannst du bitte, weil das Licht ist ausgegangen. Weil die Batterie schwach ist. Nein, warte, da geht das nicht an. Okay, perfekt, danke. Dann hat man mich ja sozusagen das Geld nicht ausbezahlt vom 21. November bis zum 13. Januar. Das ist für mich also als Kleinunternehmer natürlich sehr schwer gewesen, weil das Problem war, du wusstest nicht, wann du dein Geld bekommst. Und natürlich konnte ich auch nichts mehr einkaufen. Oder mehr oder weniger habe ich meine Einkaufstätigkeiten auf Eis gelegt, weil ich dem Lieferanten nichts sagen könnte, wann wie sein Geld bekommt. Ja, das war dann sozusagen mein Problem. Deshalb habe ich ja auch dank vielen Kollegen, die versucht haben, die Kontakte zu Amazon hatten, rauszukriegen, woran es gelegen hat, aber keiner konnte eine genaue Antwort sagen. Also du hattest deinen Amazon-Account 4 Jahre lang gehabt. Dennis. So, du hattest deinen Amazon-Account 4 Jahre gehabt. Richtig. Und warum kamen sie nach 4 Jahren und wollten denn die ganzen Informationen haben? Absolut keine Ahnung. Wir haben die letzten Jahre ab und zu auch nach dem aktuellen Gewerbeschein auch gefragt gehabt, wo ich ein aktuelles eingereicht habe. Aber das laut einer Information hieß es, weil die Dokumente werden maschinell bei Amazon abgelesen und die haben es nicht erkannt, dass mein Kontoauszug, was ich eingereicht habe, immer aktuell ist. Also war es ein Amazon-Fehler? Das ist halt definitiv. Also es war ein reiner Amazon-Fehler, wo du dann drunter leiden musstest. Ich habe immer die Dokumente, die von mir aufgefordert wurden, innerhalb von 3 Stunden eingereicht. Weil ich immer gelesen hatte, wie schnell man auf Amazon gesperrt wird. Ja. Deshalb habe ich sofort umgehend die Dokumente eingereicht, damit ich diese Probleme nicht bekomme. Aber es hat mich erwischt. Ohne Vorankündigung. Und jedes Mal, wenn du dann plötzlich dastehst ohne Kohle als Unternehmer, das geht gar nicht. Du rechnest damit, ich kriege jetzt diese Woche Summe X. Mit der Summe X bezahle ich meine 5 Lieferanten. Dann habe ich Geld darüber, die. Aber wenn du es plötzlich 2 Monate nicht machen kannst, da kannst du einem sehr... Ich habe zum Beispiel auch Amazon öfters angerufen und habe gesagt, Moment mal, ich muss jetzt morgen 4.000 Euro an DHL bezahlen. Wo soll ich das machen? Das ist nicht mal so klar. Das war die Antwort. Also musstest du auf Fremdkapital? Ich musste auf Fremdkapital oder an mein eigenes privates Geld zurückgreifen, damit ich in dem Sinne auch meine Lieferanten pünktlich bezahlen kann. Das geht mal. Ich kann nicht zum Lieferanten gehen und sagen, tut mir leid, also Amazon bezahlt mich heute nicht, deshalb kriege ich kein Geld.
Also bis an deine Existenz sozusagen. Das kann man auch so sagen. Wenn es noch 1-2 Monaten weitergeht, ich habe mit dem Gedanken gespielt lang gehabt, Amazon ganz zu stoppen. Das heißt, nichts mehr zu verkaufen. Weil ich kann ja nicht draußen Waren kaufen, auf Amazon verkaufen. Mit einem Gedanken, oh, kriege ich Geld oder kriege ich kein Geld? Deshalb war der Hintergedanke, 15. Januar ist für mich Amazon Schluss. Aber zum Glück wurde am 13. und am 14. wurde das Geld dann freigegeben. Und warum wurde das Geld freigegeben? Es gab keine Antwort. Es gab immer diese Standard-E-Mails, die Antworten. Und dann plötzlich hieß das, herzlichen Glückwunsch, die Verifikation ist abgeschlossen. Also aus dem heiteren Himmel? Aus dem heiteren Himmel oder durch den Druck von vielen Kollegen. Oder die ganzen, weil ich habe jeden zweiten Tag angerufen. Ich habe jeden Tag mindestens 2 E-Mails an verschiedene E-Mail-Adressen, die mir zur Verfügung gestellt worden waren. Habe ich eine E-Mail geschrieben, die Situation erklärt. Warum, weshalb? Und ich bitte um eine Antwort, damit ich planen kann. Aber von der Seite von Amazon ist leider nichts gekommen. Ich hatte sogar Nachrichten über Facebook von Amazon-Mitarbeitern, die mir gerne helfen wollten. Aber da die Seller-Center-Mitarbeiter mit der Verifikationsabteilung nichts zu tun haben und die sogenannte Verifikationsabteilung total abgegrenzt ist, können Sie gar nichts machen. Also man hat letztendlich bei Amazon keinen direkten Kontakt als normaler Händler zu der Entblockung. Das bedeutet, du hast ja auch das gleiche Problem gehabt. Du bekommst nur den normalen Support, aber du bekommst niemanden von Entblocken. Obwohl Amazon für viele Händler letztendlich deren Existenz bedeutet. Das ist doch, wie soll ich sagen, das ist total risikobehaftet eigentlich bei Amazon zu verkaufen. Weil die können von heute auf morgen sagen, tschüss. Nein. Also man hört es zwar immer wieder, bei mir ist es halt so. Bei dir war es eigenverschuldet. Bei mir war es eigenverschuldet, 100%. Aber bei dir war es nicht mal kein Eigenverschulden. Also, wie soll ich sagen, bei dir war es, du hast einen frischen Account gehabt, du wusstest nicht wirklich, wie das ganze System funktioniert, hast dich auch nicht wirklich drum gekümmert, aber kamst jetzt wieder frei, kannst jetzt wieder bei Amazon verkaufen. Aber bei Mastu war es jetzt so gewesen, hat 4 Jahre lang verkauft auf Amazon. Auf einen auf den anderen Tag verkaufst du nicht, also du hast weiterhin verkauft, aber du hast dein Geld nicht bekommen. Das heißt, du verkaufst, Amazon behält das Geld und du musst dir entweder Geld leihen oder auf deine Reserven gehen und es interessiert keinen von Amazon. Das interessiert niemanden, weil laut Amazon, wie du es gesagt hast, diese angebliche Verifikationsabteilung besteht von einer Handvoll Leute. Ja. Mehr nicht. Keiner hat Kontakt und aus Datenschutzgründen dürfen die keine Informationen sogar an Amazon-Mitarbeiter weitergeben. Das heißt, besonders in Weihnachtszeit, wo die Hälfte entweder krank ist oder im Urlaub ist, ja, und da sitzen vielleicht 3 Leute, die schaffen es natürlich nicht, diese Masse an E-Mails zu beantworten. Ich habe jedes Mal eine E-Mail bekommen, sie bekommen innerhalb von 5 Werktagen eine Antwort, beziehungsweise ihr Problem bei der Auszahlung, weil ich ja kein Geld ausgezahlt bekommen könnte, du kriegst mal eine Nachricht, Betrag X wird einbehalten, weil sie Probleme haben, aber innerhalb von 5 Werktagen wird das Problem gelöst sein. So werden die E-Mail geschrieben. Und wenn du den Mitarbeiter darauf ansprichst, heißt das ist Verifikationsabteilung, damit haben wir nichts zu tun. Okay, und wie hast du dich in der Zeit gefühlt? Die Community hat dir ja geholfen. Community hat mir sehr viel geholfen, weil es gab sehr viel Unterstützung bekommen zum Glück. Aus welchen Seiten wurde dir denn geholfen? Kannst du da? Also ich wurde auch, wenn jeder aus den verschiedenen Communities wurde ich angesprochen, dass die Situation zu erklären, dass jeder versucht hat, durch seine Kontakte zu Amazon vielleicht das Problem schneller zu lösen. Aber leider sind die meisten an eine Grenze gekommen, wo die Mitarbeiter gesagt haben, können wir nichts machen. Zum Glück, beim Community hat man versucht, mir, ich sag nochmal danke, zu unterstützen, Geld zur Verfügung zu stellen als Darlehen, damit ich über die Runden komme. Viele Freunde über Facebook aus der Community haben natürlich auch über private Nachricht, weil die es nicht öffentlich machen wollten, auch mir eine Nachricht geschickt. Hier, wir können dir gerne das Geld zur Verfügung stellen. Wir danken nochmal. Zum Glück wollte ich nicht darauf hin zurückzugreifen, weil mir ging es darum, diese Ungewissenheit ein Ende zu setzen. Weil ich ja muss ja, hätte ich das Geld von den Leuten genommen und das Problem bei Amazon wäre weitergegangen, hätte ich den Leuten ja auch das Geld nicht zurückgegeben.
Deshalb habe ich gesagt, vielen Dank, konnte ich darauf verzichten. Aber trotzdem war deine Hilfe von Community da. Und ja, es kommt auf die Geste an, natürlich. Es geht wirklich darum, ich sage es, viele Leute haben über Privatmessage geschrieben. Ich sage es einfach auch, Dankeschön. Hätte ich diese, man hat zumindest eine gewisse Unterstützung da von Freunden aus der Community und sagt, falls Heart of Heart kommt, greife ich daraufhin zurück. In dem Falle wollte ich es nicht, aber trotzdem nochmal danke. Also, wir schauen jetzt gerade mal, ob es in den Gruppen geteilt ist, weil die Story ist super interessant, ist viermal geteilt sogar. Also falls ihr mal Probleme habt mit Amazon, also mit Problemen mit Amazon gehabt habt und eine ähnliche Leidensstory letztendlich habt, ja, könnt ihr gerne reinschreiben eure Meinung, eure Gedanken dazu. Und das zeigt ja auch, wie wichtig die Community ist. Ich meine, du bist sehr aktiv in den Gruppen. Du hast auch sehr viele Freunde in den verschiedenen Gruppen. Und das ist auch schön, dass man auch was zurückbekommt letztendlich. Ja? Das ist wirklich hilfreich, weil die Leute versuchen dir zu helfen. Und nachdem, was mir passiert war, zum Glück konnte ich sehr vielen Leuten das gleiche Problem einige E-Mail-Adressen weiterzugeben und sagen, versuch mal mit dieser E-Mail-Adresse oder versuch mal die Sache so zu erklären, damit denen das Problem nicht passiert. Also bei dir, du bist jetzt vor kurzem freigeschaltet worden bei Amazon. Meinst du, es gibt eine Möglichkeit, primitiv dagegen vorzugehen, von Amazon suspendiert zu werden? Oder meinst du, das ist ein Stück weit willkürlich? Also ich glaube, das ist überhaupt nicht willkürlich. Also, solange man sich... Meinst du, das ist wirklich eine Regel dahinter? Weil jetzt bei Masud zum Beispiel, da ging es ja wirklich um einen Kontoauszug, deswegen ja, er jetzt... Es wird ja hundertprozentig irgendeine Logik dahinter sein. Auch wenn ich finde die Logik nicht. Auch wenn die Logik sich dann vielleicht verfangen hat, sage ich mal, in so einem Cycle, der dann einfach weitergegangen ist, wo du halt immer diese automatischen Mails gekriegt hast und so weiter. Aber irgendwo ist ja die Logik da. Irgendwas hat ja... Es gab ja irgendeine Ursache, die magst du vielleicht nicht wissen, die mögen wir nicht wissen, aber irgendeine Ursache wird es doch gegeben haben, die gesagt hat im Algorithmus, bitte einmal nochmal prüfen. Ne? Also klar, wenn man die individuellen, sage ich mal, Stories dahinter hört, ne, dann denkt man sich, okay, grenzwertig. Ne? Aber alles in allem geht es ja darum, den Markt dann sicherer zu machen. Ne? Würde ich einfach mal, wenn es aus der positiven Seite ist. Ich persönlich finde das korrekt, das muss auch so sein. Absolut nichts dagegen. Aber wenn da plötzlich jemand wie ich die ganzen Dokumente, die aufgefordert wurden, einreicht, sofort, umgeht, ne, und dies nicht, ich sage, das müsste einfach schneller laufen. Das müsste schneller laufen. Und transparenter okay, vielleicht. Mein Problem vielleicht war es, dass wir irgendwie Mitte Dezember nochmal richtig dazwischen gekommen ist, dass keiner da gewesen ist. Das spielt auch eine Rolle. Aber bei so etwas, wenn die Mitarbeiter sehen, da steht eine Summe X da offen und die Mitarbeiter sehen und sagen, sogar die Amazon-Mitarbeiter, wir würden gerne helfen, aber wir können nichts machen. Das ist ja das Problem, dass diese Handvoll Leute, die da oben sitzen, für so viele Verkäufer verantwortlich sind. Da musst du einfach eine einzige da oben das absegnen und sagen, die Dokumente, die eingereicht worden sind, die sind alle in Ordnung. Ich musste am Endeffekt, apropos Kontoauszug, weil die immer meinen Kontoauszug nicht akzeptiert haben, viermal, bin ich dann zur Bank gegangen, habe die auch gebeten, mir ein Schreiben aufzusetzen, dass ich mein Konto bei der Bank führe unter dieser Nummer. Dann habe ich das Schreiben am 22. November hochgeladen. Das ist sogar ein Schreiben extra von der Bank gewesen, dass ich mein Konto da habe. Und ich habe auch, muss auch sagen, ich habe auch keine Kontonummer da geändert oder so in der bestimmten kurzen Zeit. Es war immer die gleiche Kontonummer. Das war in dem Sinne, hat nur etwas viel zu lange gedauert. Okay, ich hatte Glück, dass ich es überstanden habe, aber ich frage mich, wenn jemand neu bei Amazon anfängt und groß einkauft oder Produkte aus China kauft und die Leute bezahlen will, dann steht da ein Wunder. Keine Frage. Meinst du, es gibt eine Backup-Strategie für sowas? Ich denke schon. Ja, man sollte sich vielleicht nicht abhängig machen von einem Marktplatz, was du ja auch nicht warst in dem Sinne. Du warst ja glücklicherweise nicht komplett abhängig von Amazon. Im Mix mit
damit, dass man die Regularien von Amazon einfach respektiert und die dann auch lebt. Das ist ja genau das, was wir damals nicht gemacht haben. 2011 oder 2012 wurde mein Account ja damals suspendiert. Wir haben es ja null gelebt. Ne? Unser Kundenservice war grotte, unsere Versandzeiten waren katastrophal. Ist klar. Wenn du so jemanden nicht sperrst, dann geht der Marktplatz kaputt. Genau. Ganz früher oder lang. Ne? Und dann begann natürlich genau das, was du sagst. Ne? Danach begann dieser lange Weg, durch diese Bürokratie zu wühlen. Ne? Aber irgendwann klappt es dann, glücklicherweise. Wir machen es ja auch seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen. Seit November hatten wir schon angefangen, etwas eBay besser zu optimieren. Wir versuchen es über Rakuten, über Real.de zu verkaufen. Sehr stark haben wir auf unseren eigenen Online-Shop gesetzt, weil wir müssten das machen. Solange man es nicht einem was passiert ist, merkt man es gar nicht. Man sagt, oh cool, auf Amazon läuft alles so einfach, so reibungslos. Und bis einem das nicht passiert, dann sagt man, ups, was habe ich denn die letzten Jahre gemacht? Hast du Gas gegeben? Wir haben alles total umgekehrt, dass wir in diesem anderen Plattformen verkaufen. Und würdest du es jedem raten, wegen des anderen Marktplätze, Backup-Strategien? Amazon ist ein super Plattform, da sollte man verkaufen. Man sollte Amazon nicht vernachlässigen, aber man sollte wirklich schaffen, Amazon auf einen Prozentsatz nicht mehr als 40-50% lassen. Weil wenn so etwas passiert, kann einem das kriegen. Das kann einem das kriegen. Und du hast gesagt, wäre es 2 Monate länger gedauert, ja? Dann hätte ich in dem Sinne wirklich Probleme gehabt. Weil ich kann ja auch ich bin Kaufmann, okay, ich kann einschätzen, was also, aber so etwas bei Amazon kann man leider nicht einschätzen, wie lange es dauert. Ja, weil du kriegst keine Antwort, keine vernünftige. Das ist es ja. Und du hast keinen Ansprechpartner. Als wir vor 4-5 Jahren bei Amazon angefangen haben, wir haben eine Ansprechpartnerin gehabt. Jedes Mal, ich hatte sie 5-mal am Tag anrufen können, habe ich eine Antwort bekommen. Aber diese Managerin wird immer nach 6 Monaten weggezogen, die wird dann abgeschaltet. Man hat dann gar keinen direkten Kontakt zu Amazon, wie man sagen kann, hilf mir, ich habe das Problem oder dieses Problem. Das gibt es leider bei Amazon nicht. Aber eBay hat einen Eskalationsservice. Wir haben ja, weil wir sehr viel über Amazon gemacht haben, haben wir eBay ja vernachlässigt. Okay. Und da muss ich auch sagen, eBay ist, wir haben ein anderes Problem bei eBay, sogar diese Mitarbeiter nicht lösen. Das gibt es ja leider auch. Also wie ihr gehört habt, Backup-Strategie sollte man auf jeden Fall haben. Du kommst ja aus eBay. Genau. Letztendlich, weil du hast angefangen mit Amazon, hat nicht geklappt, hast deswegen deine Konzentration auf eBay. Ich habe mit eBay angefangen. Ne? Ja, aber Amazon war für mich eine komplett neue Welt damals und in der bin ich ja dann auch kläglich gescheitert quasi. Zu dem Zeitpunkt. Ne? Aber um nochmal auf die Problematik zurückzukommen mit dem Backup-Plan, ich glaube auch gerade das, was wir hier so machen und was du auch machst, mit den Events und so weiter, ne? Sich zu vernetzen, das ist verdammt wichtig, ne? Weil einfach, das ist ja auch das, was mich daraus geholt hat, aus der Geschichte mit Amazon, weil ich habe einfach gefragt, ich habe mich mit Händlern getroffen, wir haben ja auch darüber geredet, ne? Was machen andere Leute, die gesperrt wurden bei Amazon, oder wie kommt man da ran? Und irgendwann, ich sag mal, ich habe ja hunderte Mails geschrieben, ne? Ich habe Maßnahmenpläne eingereicht, ne? Irgendwann hat es geklappt, weil einfach wirklich irgendwo die richtigen Rädchen in Bewegung gesetzt wurden. Und das ist 100%, weil einfach irgendwo ein Netzwerk war, wo du Fragen stellen konntest, wo Leute geholfen haben. Aber du kannst auch eine Warnung aussprechen, weil Notsituationen werden sehr oft ausgenutzt. Ja, wurde deine Notsituation ausgenutzt? Nein. Oder hat man versucht, deine Notsituation auszunutzen? Ich weiß, worauf du... Kein Name-Dropping. Nein, wir machen kein Name-Dropping, auf gar keinen Fall. Aber es geht einfach nur darum, die Leute sollen einen Mehrwert haben. Ja, es geht nur rein darum. Es gibt auf jeden Fall Anbieter, die möchten dir dann verkaufen, dass sie dir einen Maßnahmenplan schreiben oder dass sie den reviewen oder sonst irgendwas. Habe ich auch tatsächlich ausprobiert, einen aus den USA. Du musst noch nicht mal sagen, welches Land. Ja, ist ja auch Wurst. Gibt ja viele in den USA, ne? Ja. Ich kenne die gar nicht. Es hat null gehabt. Ne? Also ich hab
praktisch genau das Gegenteil gemacht. Von also hast du Geld ausgegeben letztendlich. Genau, genau. Also nicht wenig Geld. Ne? Also was sagst du, wenn du jetzt beispielsweise suspendiert wirst und musst einen Maßnahmenplan einreichen, würdest du den selber schreiben und versuchen, dir wirklich Gedanken zu machen, dich damit auseinanderzusetzen, oder würdest du das outsourcen? Ich würde ganz ehrlich gesagt erstmal in meine Facebook-Community fragen, wer so etwas gehabt hat und wie die es gelöst haben. Richtig. Weil es werden ja sehr viele, es gibt sehr viele Agenturen, die irgendwie anbieten. Ja. Wir hatten vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren ein kleines Problem mit Amazon und man hat irgendwie eine Agentur empfohlen und der wollte dann gleich erstmal 400 Euro pro Monat für die nächsten 12 Monate haben. Meine Frage war nur, ich möchte gerne einen Maßnahmenplan haben für Frankreich. Ja. Ich wollte gerne 400 Euro ausgeben, ich wäre bereit 400 bis 500 Euro ausgeben. Na klar. Absolut kein Problem. Aber der wollte gleich einen Vertrag mit mir aufsetzen für die nächsten 12 Monate mit sehr vielen zusätzlichen Hilfen und Optimierung. Also, aber das war nicht meine. Also deine Notsituation wurde sozusagen ein Stück weit. Man hat versucht damit Profit zu machen. Man hat versucht damit Profit zu machen, aber da würde ich sagen, nee, da lasse ich es. Weil warum soll ich in etwas investieren, weil, obwohl er mir auch gar keine Garantie geben könnte, ob es funktionieren würde, weil auf meiner Amazon oder Moment, also du hast auch keine Garantie bekommen. Die wollten einfach diesen Maßnahmenplan erstellen, ohne Garantie. Aber dafür einen Vertrag für die nächsten 12 Monate. Okay. Deshalb haben wir gesagt, nee, vielen Dank, lassen wir es. Ja, aber das spricht sich doch auch rum in der Community. Ich meine, du sprichst mit ihm, ich spreche mit dir. Das, also die Community ist stark vernetzt und gerade solche Sachen kommen immer wieder raus. Also, ich sage es einfach so, die Leute sollen einfach den Mut haben, die Community Fragen zu stellen. Genau. Das machen die meisten nicht. Ja, man sieht sehr viele Fragen, wie bezahle ich, warum muss ich Steuern bezahlen, wie mache ich meine Buchhaltung. Alles gut und schön, aber beim Problem sollen die Leute einfach den Mut dazu haben, sich zu äußern, sagen, das und das ist mein Problem. Und das machen die meisten ja nicht. Ja, also Notsituationen auszunutzen ist immer blöd. Ja? Und gerade ein Händler, der jetzt neu im Game ist und bei Amazon oder eBay wie du halt suspendiert wird und dann gehst du zu dem, du gibst nur Geld aus und letztendlich kommst du nicht in den Marktplatz. Und was war die Lösung? Wie kamst du wieder zum Marktplatz zurück? Also im Grunde genommen war die Lösung sehr einfach. Ich habe einen Maßnahmenplan geschrieben. Ich habe übrigens den Maßnahmenplan auch nochmal auf Englisch geschrieben. Ich habe alle E-Mail-Adressen versucht zu kontaktieren, die ich zur Verfügung hatte von Amazon, unter anderem die ich halt von Community-Mitgliedern bekommen habe. Ne? Irgendwann hat es halt geklappt. Ne? Irgendwann war halt die richtige E-Mail-Adresse anscheinend dabei, wo sich jemand gekümmert hat. Also jemand hat den Kontakt zugeschoben, irgendjemand, genau. Muss auch kein Name-Dropping machen, und durch diesen Kontakt konntest du letztendlich entblockt werden. Genau. Das heißt, und dieser Kontakt hat sehr wahrscheinlich kein Geld gekostet. Nö, dieser Kontakt war kostenlos. Bei mir war es auch genauso. An dem Tag, wo ich freigeschaltet wurde, wurde ich dann von einigen Leuten habe ich eine E-Mail weitergeleitet bekommen oder eine Nachricht von einem anderen weitergeleitet bekommen, wo der Kontakt bei Amazon die Person angeschrieben hatte. Darf ich den Namen nennen? Nein. Darf ich nicht. Nein, der steht aber, einer steht mir gegenüber jetzt gerade. da wurde in dem Sinne eine E-Mail weitergeleitet, dein Kollege ist freigeschaltet worden, der kriegt ab heute sein Geld. Okay, das heißt, wir haben es intern gesehen, okay, ist jetzt alles geregelt, haben den Freunden weiter mitgeteilt, dass sie mir die gute Nachricht auch übergeben können. Hier mal zu, ab heute kannst du ruhig schlafen. Ja. Eine starke Community ist super wichtig für den E-Commerce. Stammtische sind wichtig, Events sind wichtig, ihr müsst euch austauschen. Und die ehrlichste Meinung überhaupt ist die Händlermeinung. Das ist, weil die machen die Erfahrung. Die sind ja sozusagen richtig an Front und die merken ja, nehmen sie dann was schief wird. Und dann können sie dir sagen, deshalb diese Stammtische, was du nennst, auch wenn man da hinkommt, setzt sich mit zwei, drei Leuten zusammen, ganz zeigt genau. Was Kleines, tauscht man sich aus, ob es bestimmte Software ist, ob es Probleme, technische Probleme sind. Wie verkaufe ich denn auf Amazon, Frankreich oder so? Ja. Dieser Austausch ist Gold wert. Du kriegst ja. Bei keinem Seminar die 10.000 Euro aus. Und es muss, genau, es muss ja auch nicht unbedingt jetzt ein Seminar sein oder ein Workshop, wobei sehr, sehr viele Workshops auch richtig, richtig
hilfreich sind. Ich habe auch viele Workshops gemacht. Es gibt auch gute Workshops. Also auf jeden zum Fall. Beispiel 100%. Ich muss kurz Werbung machen. In Stuttgart. 9. März, Marc Steyer, Michael Groß, Bernd Glückert, eBay Workshop. Und danach der kostenlose Stammtisch. Ja, ein bisschen Werbung muss sein. Das ist halt das Ding. Ne? Du kannst wirklich sehr, sehr viel netzwerken. Auch auf den kostenlosen Events, vor allem, ne? Weil dort einfach sehr, sehr viele Leute sind, um die Messen herum, sei es jetzt die IAW oder die JTL Connect, da connectet man einfach mit. Da connectet man. Ne? Wir sind bei Plenty, aber wir suchen trotzdem JTL Connect. Ja. Weil da findet man sieht immer was Neues. Da muss man, ich war auch auf dem Plenty-Kongress gewesen. Ja, also mein Gott, ich weiß, dass ich dich da sehe. Ich weiß, dass ich dich da sehe, dann gehe ich da hin. Es geht um die Community letztendlich. Auch, dass man überall sich sieht und hat man dann einfacher durch diese Netzwerke, kann man sich einfacher austauschen. Das ist dann leichter, als irgendwo zu sitzen und irgendwelche Zeitschriften zu lesen. Wie löse ich mein Problem? Aber bitte bloß nicht irgendwelche Videos aus YouTube rausziehen, wo die halt heißt am Endeffekt, wir helfen euch gerne, aber kostet Summe X. Ja, meistens braucht man gar nicht sehr viel zu investieren. Man muss Zeit investieren, man muss nicht das Geld investieren, man muss die Zeit investieren. Ihr müsst euch bewegen, ihr müsst zu solchen Events gehen, ihr müsst zu Stammtischen gehen, ihr müsst die Leute kennenlernen. Die Facebook-Gruppen sind mega wichtig, egal welche Gruppe es jetzt ist. Es gibt in E-Commerce so viele Gruppen und jede Gruppe hat seine Eigenheit, ja? Jede Gruppe hat seine Vorteile, wie auch die verschiedenen Blogs, ob es jetzt Wortfilter ist oder ob es jetzt vom Händlerbund der Blog ist oder auch viele andere Blogs, die bringen auch weiter. Das heißt, auch wenn du damit nicht deine Lösung findest, du findest aber vielleicht einen Gedankenansatz, den du vorher nicht hattest. Gedankenansatz, neue Idee, an wen kann man sich wenden? Hat dann Probleme? Bernd Glückert, immer für einen da. Bernd Glückert ist der Godfather of E-Commerce. Punkt aus. Obwohl Marc ist auch. Ja, Marc ist auch. Wir gehen morgen, wenn wir aufstehen beim Frühstück, ist Marks Live-Show. Guckst du es eben morgen an? Natürlich. Bevor wir anfangen zu arbeiten, gibt es mal das Team. Und auf Wortfilter erstmal schauen wir Marks Show an, sozusagen. Anstelle 3 Stunden bei Facebook zu suchen, weil aktuell passiert, macht es Marginal von 10 Minuten. Ja, da ist alles drin, oder? Alles drin. Von Amazon, eBay, Alibaba, englische Versanddienstleister. Aber das mit den China-Händlern beispielsweise, da war der Markt der Erste, der das wusste. Das ist richtig. Ja, also man muss ja noch nicht mal die etablierten Medien anschauen. Also wenn man Marc zuhört, dann hat man mehr als die etablierten Medien letztendlich. Hat man Probleme bei eBay, ist Marc die richtige. Und bei Problemen mit Amazon die Community. Das ist Community, weil ich glaube, wenn jemand einen direkten Draht zu dem Kleber hat, können die anderen Arbeiter gar nichts. Das ist das Problem. Das stimmt. Gut, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Letztendlich wollten wir darüber sprechen, ihr habt von Mahsud jetzt seine Erfahrung mitbekommen, wie es ist, das Geld eingefroren zu bekommen und uns nicht zu nutzen und kurz vor der Pleite zu stehen. Und hier einmal ein Händler, der einfach nicht wusste, was er tut und einfach mal versucht, Händler zu werden, aber jetzt mittlerweile ist er ein Händler. Es ist über 5 Jahre her. Jeder entwickelt sich. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und falls das Video interessant für euch war, einen Daumen hoch, damit wir wissen, dass wir mehr solcher Videos machen. Ich danke euch und Dennis kann jetzt das Video beenden. Wir sagen Tschüss.